tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Celebi vor. Celebi ist ein legendäres Pokémon ohne Entwicklungsstufen und hat eine Pflanze Psychotyp, was ihm eine Doppelschwäche gegen Käfer, eine Schwäche gegen Feuer, Eis, Geist, Unlicht, Flug und Gift und eine Resistenz gegen Wasser, Elektro, Pflanze, Psycho und Boden und Kampf gibt. Celebis Basiswerte sind wie bei Mio durch die Bank auf 100, was es Celebi ermöglicht, viele verschiedene Sets zu spielen. Die EV verteilen wir hier 132 in KP, 124 in Spezialangriff und 252 in Spezialverteidigung. Ein stilles Wesen senkt den Angriff und erhöht die Spezialverteidigung. Celebis Fähigkeit Innere Kraft heilt es beim Austausch von sämtlichen Statusproblemen. Als Attacken nimmt man Energieball, Erdkräfte, Egelsamen und Donnerwelle. Energieball ist Celebis Step-Attacke und auch wenn es kein voll Spezialangriffsinvestment hat, macht es immer noch gut Schaden damit. Erdkräfte ist Coverage gegen Stahl, Feuer und Gift-Pokémon. Egelsamen überträgt jede Runde ein Achtel der KP des Gegners auf Celebi und Donnerwelle paralysiert den Gegner. Als Item nimmt man am besten Überreste, um zusätzlich jede Runde ein wenig Heilung zu kassieren. Und der KP-Wert von Celebi ist mit dieser EV-Verteilung für Überreste-Heilung auf Level 50 optimiert. Dieses Celebi ist vor allem dazu gedacht, spezielle Angreifer auszubremsen. Am besten paralysiert man den Gegner erstmal mit einer Donnerwelle, um ihm die Initiative zu nehmen und bepflanzt ihn anschließend mit Egelsamen, damit Celebi sich ein wenig gegenheilt und dem Gegner auch nach und nach KP abgezogen werden. Erdkräfte und Energieball können anschließend genutzt werden, um ein wenig draufzuhauen. Wenn euer Gegner auf etwas wechselt, was Celebi effektiv trifft, so solltet ihr besser auch auswechseln. Wichtig ist hierbei, dass ihr einen Gegner paralysiert habt und in dem Switch-In noch eine Attacke mitgegeben habt. Versucht mit diesem Celebi nicht zu sweepen, es sei denn, euer Gegner hat wirklich gar nichts dabei, um es vom Feld zu räumen. Celebi ist ein guter Switch-Partner für Pokémon mit allgemein schwacher Spezialverteidigung. Man muss lediglich mit den Typschwächen ein wenig aufpassen. Es hat zwar sehr viele Resistenz, womit es in viele Attacken problemlos reinwechseln kann, jedoch hat es auch enorm viele Schwächen. Das macht Celebi zwar sehr situationsabhängig, jedoch ist es ein super starkes Pokémon, wenn ihr es in den richtigen Momenten einsetzt. Celebi passt am besten in ein gut ausbalanciertes Team und hat am liebsten noch einen physischen Stoller wie zum Beispiel Echnatol oder Panzer Aeron an seiner Seite. Das war's von diesem Celebi und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.